Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Far Cry Nummer 6. Ja, und weiter geht's mit einer neuen Aufnahmesession hier bei mir. Ich habe leider keine Ahnung mehr, was wir in der letzten Folge geplant haben, wie wir denn da nach oben gehen wollen, denn ich habe bestimmt schon euch irgendwie erzählt, wir gehen dann da und da und da lang und dann decken wir das und das und das auf. Ich habe überhaupt keinen Plan mehr, wo wir was machen. Ich weiß nur, wir wollen das alles hier aufdecken in diesem Gebiet in La Jolla und genau das nehmen wir jetzt ab dieser Folge in Angriff. Wir sind da unten fertig, wir sind in Konuku und in Sierra Perdida fertig mit Aufdecken. Das ist das Einzige, was uns noch fehlt, ist da oben diese Region und dann sind wir in El Este komplett durch. Da müssen wir nur noch einen kleinen Sprung nach oben machen, nach Esperanza. Da fehlt uns noch ein bisschen was, so circa die Hälfte der Stadt oder vielleicht ein Drittel der Stadt, sowas in der Art. Und dann sind wir mit der Aufdeckertour komplett durch. Und dann können wir uns darauf konzentrieren, noch die Dinge mitzunehmen, die uns eben fehlen, von Sammelobjekten, von Kisten, von Briefen und so weiter und so fort. Noch ein paar Missionen zu erledigen, die wir noch offen haben, wie zum Beispiel noch die mit den Kindern von, wie hieß er denn jetzt nochmal? Habe ich schon vergessen? Warte mal, da oben steht sie eh gleich. Genau, von Lorenzo. Lorenzos Kindern. Wir sind immer noch bei 5 von 7. Das heißt, 2 Kinder sind irgendwo hier in El Este noch verstreut, mit denen wir reden wollen und mit denen wir reden müssen. Und vielleicht finden wir ja die hier irgendwo in dieser Umgebung, wo wir bisher noch nicht waren. Ich habe mir das Ganze jetzt mal ein bisschen überlegt und ich würde mal sagen, wir planen das jetzt einfach mal so, dass wir uns möglicherweise, das brauchen wir nicht mehr mitnehmen. Die Säurefabrik von McKay Global brauchen wir nicht mehr mitnehmen. Die haben wir damals schon mitgenommen, als wir anscheinend in der Kampagne gespielt haben. Also die bleibt einfach mal links liegen, um die kümmern wir uns nicht, aber ich würde ganz gerne hier beim kleinen Stausee daneben, da waren wir in der letzten Folge, beim Bohrstandort von McKay Global waren wir in der letzten Folge, den haben wir uns schon angeschaut, ich würde ganz gerne dieser Libertad-Linie hier, diesem Libertad-Pfad folgen und hier die Schatzsuche starten. Der lange Fall, Regimesoldaten haben Dammarbeiter gezwungen, ihre Militärgüter auf dem Gelände zu lagern, wie praktisch für die Guerilla. Und da können wir gleich mal ein bisschen was aufdecken, abgesehen von der Umgebung, natürlich auch hier den Damm erstmal abfrühstücken, dann können wir das da unten mitnehmen und dann können wir dann nach oben gehen zur Cardoso-Mühle und dort dann gleich mal die nächste Mission starten, nämlich von Gilberto die Verhandlungstricks und dann würden wir gleich mal hier ein bisschen was in der Umgebung erledigen. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht und so werden wir das jetzt hier auch tun. Ich markiere mal das hier und dann schauen wir mal, wie wir da am besten hinkommen. Wir könnten uns natürlich ein Flugzeug mieten, aber ich glaube, das bringt nicht viel. Das machen wir jetzt. Ich miete mir ja kein Flugzeug oder mieten wir uns ein Flugzeug? Wir können eh nicht fliegen. Wir haben überall Flugabwehranlagen. Nee, bringt nichts. Schuss, McKay. Ja. Wir erwischen ihn. Ja, ja, wir erwischen ihn, natürlich. Huch, wie kommt das denn dahin? Viva Libertad! Ja, genau. Wir erwischen ihn, den McKay. Ja, reib's mir halt nur unter die Nase am Start dieser Aufnahmesession, eh klar. Na gut, wir könnten das Ganze natürlich auch anders starten, wenn wir schon mal hier sind. Nämlich so. Wir sind ja mittlerweile als Alien verkleidet, nachdem wir ja ein paar Folgen im Far Cry 6 Lost Between Worlds DLC unterwegs waren. Und da haben wir ja nach jeder Scherbe, die wir zurückgebracht haben zum Raumschiff, immer wieder ein cooles Outfit bekommen. Einen Helm, etwas zum Tragen für die Beine, etwas zum Tragen für den Oberkörper, Schuhe und ein Armband. Und sind jetzt eben mittlerweile wie ein Alien ausgerüstet, wie ein Alien ausgestattet und sehen auch aus wie ein Alien. Haben aber auch gute Waffen mitbekommen, also das muss man schon dazu sagen, wir haben wirklich gute Waffen mitgenommen. Und sehen auch ein bisschen furchteinflößend aus, kann ich mir vorstellen. So. Okay, wo sind wir da? Wir sind hier, das heißt, da hinten müssen wir noch ein bisschen aufdecken. Und bevor wir uns die Mission da hinten schnappen, machen wir das auch gleich mal. Das heißt, einmal hier querfeld einlaufen. Damit wir das zumindest mal für den Anfang schon mal abgefrühstückt haben, damit wir hier nicht dann wieder rumstehen, blöd. Er ist immer natürlich ein bisschen schwierig, dann da einfach querfeld einzulaufen und das nochmal mitzunehmen, aber ihr wisst ja, wie wir es in den letzten 220 Folgen oder so schon gemacht haben. Und dann werden wir es jetzt hier nicht kurz vor Schluss noch ändern und plötzlich nichts mehr aufdecken. Dann machen wir das natürlich genauso weiter wie bisher, auch wenn es eben ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt, aber das sei jetzt einfach mal so. Der lange Fall, da wollen wir hin. Au. Okay, und da schreit schon irgendjemand. Hilfe, Hilfe. Was ist los? Staudamm Santos Espinosa. Sollen wir looten? Sollen wir vielleicht erstmal die Mission starten? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal ganz kurz hier hin. Ich weiß nämlich nicht, ob wir hier... Da hinten rennt auch irgendjemand. Ist aber ein Zivilist, glaube ich. Ob wir hier überhaupt reinkommen? Cuarto de Control.
handschriftliche Forderung an die Person, die den Kontrollraum mit einem Kettenschloss versehen hat. Ich will Castillos Namen genauso wenig hier an der Wand wie du. Aber die Tür zu sabotieren bringt alle in Gefahr. Den Soldados wird egal sein, warum der Damm nicht repariert ist. Die erschießen uns so oder so dafür. Also grab mit einem Löffel einen Tunnel, brich die Tür auf, schieß von innen auf das Schloss. Völlig egal, aber öffne die verdammte Tür, schreibt er. Na gut, das sollte ja eigentlich relativ easy funktionieren, nämlich so. Und dann kommen wir nämlich auch da rein, aber ich glaube, na warte mal. Die Kamera da muss weg. Keine gute Idee, hier mit einer Kamera reinzugehen. Vor allem, die sieht uns aber hier genauso. Da sollten wir vielleicht doch zuerst mal die Mission starten, oder? Bevor wir da jetzt irgendwas Blödes tun. Und nachher machen wir das Ganze dann doppelt und dreifach. Ich gehe mal ganz kurz auf die andere Seite. Wir gucken uns das Ganze hier später an. Aber ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, die Mission bringt uns genau hierhin wieder zurück. Und irgendjemand schreit ja hier um Hilfe. Ich vermute mal, es geht um den hier. Was ist denn mit dem? Sieht man da was? Ah, ein Bauarbeiter. Der ist da nach unten gekippt, ist in der Boden weggebrochen. Weil der Staudamm eben nicht repariert wird. Da ist er. Sonja! Oh. Da war er. Und er hat sogar eine Schlüsselkarte dabei. Die wir möglicherweise brauchen werden. Im letzten Moment und trotzdem zu spät gekommen. Ein Mitarbeiter-Rundbrief an alle. Ich weiß, die Anlage hier ist verdammt alt, aber wir müssen sie für die Widmung an Castillo herrichten, sonst töten seine Soldaten uns alle. Bis ich herausgefunden habe, was mit dem automatischen Schleusensystem nicht stimmt, werden wir sie per Hand steuern müssen. Halte den Kontrollraum verschlossen, damit die Soldaten nicht mitbekommen, wie kaputt der Damm wirklich ist, schreibt Raphael, vermutlich derselbe R, der da drüben auch diesen Zettel hinterlassen hat. Und der Staudamm ist eigentlich ziemlich im Arsch, so wie es hier aussieht. Und die haben den nur versucht, hier irgendwie herzurichten. Damit die so... Das hat ja super funktioniert. Sehr gut, jetzt haben wir weder Schlüsselkarte, noch haben wir einen Kletterhaken. So. Und die haben den Staudamm anscheinend nur versucht herzurichten, damit der irgendwie gut aussieht. Damit die Soldaten beruhigt sind, damit Castillo beruhigt ist und denen nichts geschieht. Aber innen drin... ist das alles zerstört. Betreten verboten, Schleusen müssen vor der Wartung geschlossen werden. Welche Wartung? Hier gibt's keine Wartung. Hier wurde zu lang gewartet. Aber nicht mit der Wartung? Uah, also hier wurde zu lang auf die Wartung gewartet. Den Schlüssel brauchst du nicht mehr. So. Und da hätten wir zumindest mal die Schlüsselkarte. Ich hoffe nur, die Strom treibt mich hier nicht weg. Das ist nämlich ein bisschen tricky, hier ranzukommen. Ist nicht unbedingt so einfach. Komm. Sehr gut. Okay, nochmal nach oben. Aber jetzt. Wir haben die Schlüsselkarte. Wir haben leider ihn nicht retten können. Er hat verzweifelt um Hilfe geschrien. Aber wie so oft kam er natürlich wieder eine Sekunde zu spät. Und ich würde aber trotzdem ganz gerne, bevor wir jetzt da hinten dieses Ding da looten, man sieht hier auch noch einen Alarm. Wir sind schon genug von euch. Würde ich gerne mal... die Mission hier starten, um zu gucken, wo uns das denn überhaupt hinbringt. Denn ich vermute mal, wir müssen sowieso da drüben irgendwas tun. So, worum geht's hier? Der lange Fall. Wir verstehen all ihre Bitten völlig und werden alles Nötige tun, um aus diesem Damm einen angemessenen Tribut an Yaras wahren Präsidenten zu machen. Ich werde den kaputten Steg selbst reparieren und meine Arbeiter werden sich umgehend um die offenen Schleusen kümmern. Und natürlich geben wir alle hier stolz unseren Lagerraum für ihre Militärgüter. Bitte kommen Sie für den Zweitschlüssel zu mir, Rumanton Castillo, schreibt Raphael. Scheiß Soldados, die nehmen sich alles. Tja. Vielleicht haben sie was Nettes in dem Lager gelassen. Tja, 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 tja. Hier bin ich fertig. Ein Grund mehr, Kaffee zu hassen. Ach, das war's schon. Schatzsuche abgeschlossen. Wir haben nur den Schlüssel gebraucht. Und das war's schon. Das war das Ziel, um hier reinzukommen. Die Grabungsstätte. Oder Grabstätte. Na, passt zum Ort. Was haben wir da? Handschriftliche Forderung. Viel zu lang schon trug dieser Ort den Namen des falschen Präsidenten Santos Espinosa, des Schwächlings, der Yara regierte, bis Anton Castillo den Ruhm unserer Nation wiederherstellte. Sobald er saniert ist, wird dieser Damm in Anton Castillo Damm umbenannt.
Die offizielle Beschilderung wird bei der abschließenden Inspektion erwartet. Alle Lagerräume auf dem Gelände sind ab sofort für den Militärgebrauch bereitzustellen. Na, das war ja eine easy-cheesy-Mission, cool. Da müssen wir aber trotzdem nochmal darüber, weil da haben wir jetzt nämlich vergessen, den Rest mitzunehmen. Ich dachte, wir kommen dort eh noch hin. Aber ich sollte lieber nicht zu viel denken und lieber tun. Man sieht ja, wo mich das Denken hinbringt. Auf die andere Seite. Und dann müssen wir erst wieder zurück. So, aber die viel bessere Frage ist, wie kommen wir denn da überhaupt rein? Hier? Wohl eher nicht. Hier. Na, das sieht gut aus. Sehr schön. Na, das sieht nicht mehr so gut aus hier drin. Was kann man da machen? Die Schleusentore vielleicht reparieren? Ja, vielleicht auch eher nicht so. Ich vermute mal, das hätte uns möglicherweise hier ziemlich viel erleichtern können, wenn wir hier erstmal irgendwas reparieren hätten können. Warte mal, da ist auch offen. Oder zu. Bevor wir uns dann die Strömungen stürzen und den Schlüssel mitnehmen. Aber egal, jetzt haben wir das alles schon erledigt. Die Mission ist auch schon vorbei. Wir können ja trotzdem mal probieren, was passiert wäre. Hat sich was geändert? Eher nicht. Weiterhin fließt aus allen vier Schleusen das Wasser. Auch das bringt noch nichts. Ändert sich jetzt nicht so viel, muss ich zugeben. Da haben wir auch ein Knöpfelein. Vielleicht bringt uns ja dieser Brief hier irgendwie weiter. Mal gucken. Hinweis zum Berichtsantrag zu Phantasma an das Führungspersonal von La Jolla. Wir wurden darauf aufmerksam gemacht, dass in La Jolla widersprüchliche Gerüchte kursieren. Mittlerweile ist klar, dass eine maskierte Person gesehen wurde, die sich im Schutz der Dunkelheit Zugang zum McKay-Gelände verschafft hat. Uns ist auch bewusst, dass manche Soldaten glauben, diese Person hätte etwas mit den Unfällen und Fehlfunktionen vor Ort zu tun. Außerdem ist offenkundig, dass bestimmte Soldaten glauben, es handle sich bei dieser Person um Umberto Salazar, einen Paria, der nach einem offiziellen Bericht aus dem Management im Januar 2019 hingerichtet wurde. Admiral Benitez wüsste nun gern, ob ihr Führungspersonal aus Lügnern besteht, die eine Todesmeldung fälschen würden, um einen Fehler zu vertuschen, oder ob sie nur abergläubische Idioten sind, die eine Geistergeschichte der realistischen Erklärung vorziehen, nach der es sich um eine Aktion maskierter Guerilleros handelt, die unserer Industrie schaden wollen. Ihr vollständiger Bericht wird Ende der Woche erwartet. Denken Sie daran, dass McKay jede Gelegenheit nutzt, um die Fähigkeit von Admiral Benitez in Zweifel zu ziehen, der Stabssekretär von Admiral Benitez. Na gut, das hilft uns jetzt nicht unbedingt weiter, aber zumindest mit den Geistergeschichten. Aber vielleicht ja das hier. Hingekritzelte Anweisungen. Miguel, es ist mir egal, dass du neu bist und Angst vor Soldaten hast. In einer Woche kommen sie auf Visite und du wirst sie herumführen. Halt einfach die Klappe und merk dir, wie du an das Damm-Kontrollpanel kommst, damit du kompetent aussiehst. Aktiviere die Schleusensteuerung beim Kalender. Drück auf den Knopf neben den hydraulischen Überwachungsmaschinen, dreh das Druckventil und geh zurück zur Hauptkonsole und drück den letzten Knopf. Übrigens, wenn du die Führung verkackst, mach dir keine Sorgen wegen der Armee, ich ertränke dich dann persönlich, schreibt Chefingenieur Gonzales. Und da haben wir eine Anleitung. Schleusensteuerung beim Kalender aktivieren, den Knopf bei den Überwachungsmaschinen aktivieren, das Druckventil drehen und dann zur Hauptkonsole. Wo ist das alles, bitteschön? Also das hier ist auf jeden Fall Schritt 2, aber wo sind denn hier Kalender? Beim Kalender? Da ist ein Kalender. Ah! Aha! Oder war das vielleicht die Hauptkonsole? Ich weiß es gar nicht. Aber ich vermute eher, das hier ist die Hauptkonsole, oder? Naja, da hat sich ja eher nicht so viel geändert. Aber sind hier auch Kalender möglicherweise? Hier sind keine Kalender. Hä? Oder müssen wir jetzt das Ding drücken? Das ist sehr mysteriös hier, Freunde. Ich kenne mich eher nicht so aus, aber ganz ehrlich, wir brauchen es auch gar nicht mehr aktivieren oder deaktivieren.
Denn wir haben uns ja sowieso schon alles geschnappt, was wir da kriegen können. Das ist irgendwie sehr kompliziert. Ich glaube, wir haben das gerade genau richtig gemacht. Kalender. Da ist der Kalender. Das Ding da drücken. Dann da hinten drehen. Und hier drücken. Hat irgendwie nicht funktioniert. Egal. Egal. Das ist eigentlich ziemlich unwichtig. Wir haben uns die Mission schon geschnappt. Wir haben uns den Schlüssel geholt. Wir konnten ihn leider nicht retten. Aber das hätten wir vermutlich genauso wenig machen können, wenn wir die Schleuse abgedreht hätten. Dann wäre er eher noch mehr am Beton aufgekommen, als er eh schon ist. Also von dem her, tja. Na gut, gucken wir mal auf die Karte. Wo geht's denn als nächstes hin? Das ist der kleine Stausee. Da hinten hätten wir jetzt noch einen kleinen Fleck, den wir erkunden wollen. Und das machen wir vielleicht auch gleich mal, bevor es uns dann nach oben zur nächsten Mission verschlägt, würde ich sagen. So, warte mal, haben wir hier noch irgendwas zum Looten möglicherweise? Da würden wir runterkommen, aber machen wir dort irgendwas Spannendes? Ich glaube eher nicht, nicht. Weißt du was? Rauf. So, dann gehen wir nochmal hier eine ganz kurze Runde, bevor wir weitermachen. Und es gibt ja da unten, glaube ich, das war dieses Gebäude, genau. Auch noch ein kleines Gebäude, das ich mir gerne anschauen würde. Sollen wir das vielleicht jetzt gleich mitnehmen? Oder später, wenn wir dann sowieso dorthin müssen. Ich glaube, das machen wir später, wenn wir sowieso dorthin müssen. Huch, wer ist da denn? Ah, Hallöchen. Wer bist du und was machst du hier? Mitten in der Nacht. Ein Saboteur möglicherweise. Aber einer von uns, der darf das. La Presa Anton Castillo. Na, guck mal einer an, da stehen schon die neuen Tafeln. Es ist nicht mehr der Santos Espinosa Staudamm, sondern eben der Staudamm von Anton Castillo. 1969 gebaut. Von 10 Uhr in der Früh bis 11 Uhr sind Besuchsstunden. Und außerdem von 14 Uhr bis 15 Uhr schreibt das Energieministerium. Da kann man sich eine Führung ansehen möglicherweise. Und wenn die Armee draufkommt, dass man vielleicht ein Gesuchter oder sowas ist, dann kann man vielleicht auch eine kleine Badetour einlegen in diesem Staudamm, inklusive Flug. Ist wahrscheinlich alles so ein All-Inclusive-Paket. So, wie schaut's aus? Gut schaut's aus. Sehr gut. Na gut, Freunde, dann würde ich mal sagen, wir gehen jetzt da nach drüben. Die Verhandlungstricks, ich bin gespannt. Eine Mission, seit langem mal wieder eine Mission von Gilberto Rosario. Beziehungsweise eigentlich keine richtige Mission, sondern nur die iranische Geschichte. Aber immerhin, wir haben hier einen Kapitän, sie haben unsere Felicia. Es wird Zeit, einen Deal zu machen. Sagt dem Regime, dass wir verhandlungsbereit sind und sehr gerne diesen Soldaten mit dem schlechten Haarschnitt gegen die beste Spionin von ganz Yara tauschen würden. Und ich glaube, es geht hier weiter bei der Mission, wo wir damals aufgehört haben. Ich kann mich erinnern, es ist schon lange her. Da haben wir damals einen FND-Kapitän entführt. Von irgendwo da drüben oder sowas war das. Ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern. Irgendwo hier hinten, glaube ich. Geht's um den hier? Machen wir jetzt so eine Art Gefangenenaustausch? Möglicherweise. Da oben wollen wir hin. 163 Meter. Das ist ja eigentlich nicht so weit weg. Seit langem mal wieder eine Mission, dass es das überhaupt noch gibt hier, abgesehen von der Lorenzo-Mission mit seinen Kindern, mit seinen vielen. Gut, dass wir nur 7 finden müssen und nicht irgendwie 70 oder 700. Das klingt jetzt vielleicht übertrieben, aber naja, wer Lorenzo kennt. So, hier waren wir aber schon mal. Das ist ja unser Außenposten und ich vermute mal, hier wird nur die Mission gestartet. Aber ich glaube mal, wir werden hier irgendwo anders hingehen müssen. Na, mal gucken. Mein Herz hüpft vor Freude, dich zu sehen. Na meins auch. Besser, Schätzchen. Dank dir und diesem wunderbaren Rucksack kommen die Dinge ins Rollen. Wie du weißt, hat das Regime eine unserer Späherinnen gefangen genommen. Felicia. Die Mamacita war bei all meinen Shows. Sie gab immer das beste Trinkgeld. Sowohl in Pesos als auch in heißem Militärtratsch. Sie flüsterte mir immer Geheimnisse des Regimes ins Ohr, während sie mir Scheine zwischen die Kokosnüsse steckte. Ich ertrage es nicht, dass sie sie foltern. Also müssen wir einen Austausch vereinbaren. Felicia gegen Kapitän Diaz. Ich habe wunderschöne Geiselfotos von seiner ekligen Hackfresse drucken lassen. Und ich will, dass du damit Benitez noch hässlichere Fratze überklebst. Du weißt schon, die Werbetafeln entlang der Hauptstraße. Ich bin sicher, sobald das Regime weiß, dass er noch lebt, werden sie verhandeln wollen. Zumindest hoffe ich, dass ich sicher bin. Du findest die Poster bei Radio Fernando und gib dem Kapitän einen dicken, fetten Schmatzer von mir, wenn du schon mal da bist.
Das heißt also, wir führen jetzt diesen Geiselaustausch gar nicht selbst aus, sondern wir ebnen einfach nur den Weg dorthin. Interessant. Führe die Verhandlungen durch und tausche die beiden Geiseln aus. Na, vielleicht kommt es ja dann auch danach. Mal schauen. Rosamels nächste Performance widme ich dir, Schätzchen. Besser, Schätzchen. Mua, mua. Dank dir und diesem wunderbaren Rucksack. Na gut, das kennen wir ja schon. Das haben wir ja gerade eben schon gehört. Na gut, Freunde, wo müssen wir denn jetzt hin überhaupt? Ah, da unten. Oh Gott. Na, herzlichen Glückwunsch. Valle de Fernando. Oh Gott. Dort sollen wir bei Radio Fernando die Poster holen, um dann die Hauptstraße damit zu bekleben. Na, das kann ja was Lustiges werden. Och, du Scheiße. Okay, weißt du, was wir machen werden? Einen kleinen Absprung von da hinten und dann landen wir hoffentlich irgendwie hier. Mal gucken, ob das funktionieren wird. Das habe ich ja jetzt nicht irgendwie geplant. Ich dachte, wir können direkt dort an Ort und Stelle irgendwie eine Mission starten. Aber naja, falsch gedacht. So, wir sind in Konuko. Und so wie das hier aussieht, ziemlich auf dem Berg gelegen, landen wir da viel zu früh. Die Plakate sind in der Station. Gehe zur Sendestation von Radio Fernando. Wir holen uns also dort jetzt die Plakate ab und beschmieren dann ein paar Werbeplakate an der Hauptstraße, um so irgendwie die Armee auf uns aufmerksam zu machen, beziehungsweise nicht auf uns, sondern eher auf ihren Kapitän, von dem sie glauben, der ist tot, der aber noch lebt. Wobei an dem Foto, das kann ja von irgendwann sein, könnte auch nach hinten losgehen das Ganze, aber gut. Sind wir mal nicht so missmutig und hoffen, dass das alles funktioniert. So, 200 Meter haben wir noch. Und bevor wir jetzt gleich sterben, machen wir lieber mal den hier. So, wir sind ja als Alien verkleidet, da kann ja nichts schief gehen. Da haben wir ja unsere Allrounder-Fähigkeiten heute mitgenommen. Sehr gut. So, und Radio Fernando kennen wir ja auch schon. Da waren wir bestimmt schon mal. In Konuko kommt mir vom Namen ja schon bekannt vor. Und außerdem ist das ja auch ein Gebiet von uns hier. Kein Militärgebiet, sondern unseriges. Danny, gut, dass du hier bist. McKay ist weggelaufen wie ein Feigling. Hey, Danny, die Poster sind da drüben auf dem Tisch. Ja, danke schön. Und da ist der Kapitän, dem soll ich ja abschmusen, oder? Ach, das ist ja ein cooles Poster, guck mal. Schön sieht das aus. Hingekritzelte Nachricht, aha. Hallo, Herr Kapitän. Und an den kann ich mich erinnern. Ganz ruhig, mein Lieber, ganz ruhig. An den kann ich mich erinnern, Freunde. Den haben wir nämlich damals entführt. Und da haben wir schöne Poster von ihm. Na, ich bin gespannt. Das war's! So, Plakate mit Kapitän Diaz Gesicht. Erwischt's auch noch, ganz sicher. Und wo sollen die Dinger jetzt hin? Verschandle die Werbetafeln von Admiralin Benitez. Sie hängen an der südlichen Küstenstraße entlang der Costa Vacía, den Gipfeln von La Promesa und den Robustas-Hügeln. Kapitän Diaz' Plakate sollten reichen. Ah ja. An den Hügeln. Costa Vacía. Und die Hügel. Wo sollen die hängen? Costa Vacía, den Gipfeln von La Promesa und den Robustas-Hügeln. Wo ist denn La Promesa? Da ist der La Promesa. Das heißt, wir müssen da entlang. Durch die Checkpoints. Bis wir vermutlich irgendwann mal hier bei Isabel Steppes aufhören. Na, das kann ja was werden. Okay, aber das Gute ist, wir haben zumindest die Soreno-Werf direkt daneben. Und die schnappen wir uns vielleicht gleich mal. Eine schnelle Reise. Dort schnappen wir uns ein Auto. Und dann starten wir mal los mit unserer Sabotage. Dann sabotieren wir mal ein bisschen die Plakate. Wobei ja Admiral Benitez und so weiter und so fort, generell das Regime existiert ja gar nicht mehr. Wir haben ja das alles schon übernommen eigentlich. Hallo. Wenn wir ehrlich sind. Na gut, schnappen wir uns gleich mal das hier. Also ganz ehrlich, das könnten wir uns theoretisch speichern. Das könnten wir uns theoretisch sparen. Denn das Regime und Admiral Benitez sind mittlerweile schon weg. Gut, das Regime nicht unbedingt, aber Anton Castillo zumindest. So, warte mal, wo müssen wir denn jetzt lang? Einfach nur hier. Und hier sollen sich angeblich die Plakate befinden. Na, ich bin ja gespannt. Wie viele soll man denn da überhaupt zerstören? Oder verschandeln oder wie auch immer. Und ich glaube, sie sind gerade wieder mit. Voll cool. Ah, da vorne haben wir das erste. Guck mal. Oh je. Das ist eine Benitez-Werbetafel. Tja, und wir haben nicht nur die Werbetafel hier. Wir waren da schon mal oben.
sondern auch einen, der heute gerne sterben möchte, so wie es aussieht. Mit Raketenwerfer, na guck mal. Der könnte das ganze Ding hier runterschießen. So, die große Frage ist jetzt nur, wie kommen wir denn hier überhaupt nach oben? Wir waren schon mal hier, ich kann mich erinnern. Wir haben die Kiste da oben mitgenommen. So, und da hätten wir das erste Plakat. Willst du sagen, ob Benitez jetzt besser aussieht oder schlechter? Na, gucken wir uns das Ganze mal von unten an. Wir verschandeln ja nicht nur diese riesigen Plakate, sondern eben auch immer wieder so ein paar kleine Poster. Ach, so riesig ist das, über das ganze Ding hier durch. Perro Perdido. Mhm. Mit einem schönen, riesen Poster. Was ist denn jetzt los? Halleluja. Ach du Scheiße. Okay. Ist vielleicht etwas übertrieben gewesen, aber okay. Ich misch mich nicht ein. Ich misch mich nicht ein. Nee. Ich setz mich in die Karre und fahre. Tschüss. Macht immer euer Ding hier, der hat den Raketenwerfer. Ciao. Ja, schießen eh schon auf den nächsten, eh klar. Die geben keine Ruhe. Sobald ein Soldat hier rumfährt, die geben keine Ruhe. Der muss sterben oder die gehen drauf. Und meistens sind ja dann noch unsere Leute, die drauf gehen. So, da vorne haben wir das nächste Plakat. Ich finde das so süß, dass sie hier mitsingt. Ich habe das perfekte Poster, um das Gesicht der Admiralin zu verdecken. So, ich finde es so ein bisschen blöd, dass da nicht steht, wie viele wir jetzt hier aufdecken müssen. Oder abdecken oder umdecken oder wie auch immer. Das wüsste ich schon gerne. Nicht, dass wir da jetzt irgendwelche verpassen oder sowas. Das wäre ja sehr doof. So. Und hier. Der muss sich gut auf. Diaz sollte mir dankbar sein. Ich mache ihn berühmt. Ist halt nur die Frage, ob das gut für ihn rüberkommt, wenn er sich hat fangen lassen von uns, vom Feind. Ob der dann sein Amt in der Form überhaupt noch ausführen darf, wenn er gerade eben aus der Gefangenschaft zurückkommt. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Vielleicht wollen die den gar nicht mehr, kann ja auch sein. Und wir plagen uns da gerade und die wollen den eigentlich gar nicht mehr zurückhaben. Aber ich vermute mal, es wird ihnen irgendwas an ihnen liegen. Hoffentlich zumindest. So, warte mal, was ist das hier für ein Plakat? Nicht unseres. Okay, aber da vorne hängt das nächste. Cool. Dann haben wir zumindest schon mal Plakat Nummer 3. Ich vermute mal, es werden 5 oder 6 insgesamt sein. Diese Werbetafel sollte ich unbedingt ein Poster kleben. Na, unbedingt. Wollte ich schon immer mal machen. So, aber hier ist die viel größere Frage, wie wir da überhaupt drauf kommen. Ich habe nämlich keine Ahnung. Okay, von da hinten. Und ich finde es ja gut, dass die auch alle nur hier rumstehen. Dass wir da jetzt nicht irgendwie in der gesamten Region in Este irgendwie 300 Plakate haben, die wir verunstalten müssen. Sonst würde ich mich nämlich sehr ärgern, dass wir diese Mission erst jetzt gestartet haben. Ach, guck mal. Aber ich vermute mal, so einfach geschätzt, es werden insgesamt... Höh, stopp! Nein! Okay, das war ein bisschen doof. Das war ein bisschen sehr doof. Ich vermute mal einfach so grob geschätzt, es werden zum Schluss so 5, möglicherweise auch 6 Plakate sein, die wir... verschönern, die wir ein bisschen umgestalten. Vielleicht werden es auch 7, vielleicht werden es auch nur 4. Vielleicht sind wir auch nach dem schon fertig und es meldet sich jemand und sagt, bitte, 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 gebt uns den Herrn Kapitän wieder. Wer weiß, wer weiß. So, ich bremse wieder jetzt mal ein bisschen ab. Denn wir müssen hier nach unten. So, hua, fast runtergejumpt, Halleluja. Das sollte ihre Aufmerksamkeit erregen. So. Nummer 3. Rein da. Und weiter geht's. Na, gucken wir mal. Ich bin gespannt, wie viele es schlussendlich sein werden. Ihr könnt ja mal gerne eure Tipps in die Kommentare schreiben. Oh. Es hat funktioniert. Das Regime hat unsere Poster von Diaz gesehen und ist bereit zu handeln. Gut. Benitez' riesiges Gesicht wird mich auf ewig in meinen Träumen verfolgen. Geht mir auch so. Komm zu den anderen in die Basilika de la Virgen. Ah, fuck. Das ist ein Gefangenenaustausch, Schätzchen. Kein Gefecht, eine falsche Bewegung. Felicia wird hingerichtet. Ich bin vorsichtig. Gracias, Gilberto.
Hab ich's mir doch gedacht. Ich war gerade eben dabei zu zögern, um hier drüber zu fahren, weil ich mir gedacht habe, da platzen sicher unsere Reifen auf. Weil bei ihnen ist ja genauso. Wenn wir einen Außenposten einnehmen und da kommt ein feindliches Fahrzeug, dann zerplatzen die Reifen von denen. Gerade eben habe ich mir noch gedacht, sollte man das wirklich tun oder sollen wir vielleicht eher drum rumfahren? Naja, wir haben es geschafft, liebe Freunde. 3 Plakate, vielleicht kommt noch ein paar, kann natürlich möglich sein, aber egal, die braucht man nicht mehr. 3 Plakate und die Armee, die pusht schon. Die Armee, die möchte schon mit uns verhandeln und genau das werden wir tun. Wir verhandeln mit ihnen. Gehe zum Treffpunkt bei der Basilika della Virgen. Ich werde die anderen dann am Fuße der Kirchentreppe treffen. Wo ist das dann, bitteschön? Da drüben, da ist die Basilika. Das heißt, wir können von hier einen schönen Absprung da nach drüben starten und dann mal verhandeln. Aber erst in der nächsten Folge, würde ich sagen. Das verschieben wir schön auf die nächste Folge, aber den Flug dorthin, den machen wir jetzt nochmal in dieser Runde. Und da gucken wir mal, ob unsere Verhandlungen, ob unsere Taktik da Früchte tragen werden oder ob das Ganze möglicherweise nach hinten losgeht und die wollen den gar nicht, aber die wollen uns. Das kann natürlich auch sein, dass sie möglicherweise hinter uns her sind und uns da jetzt gerade versuchen, irgendwie in eine Falle zu locken. Vieles ist möglich. Was genau passieren wird, werden wir sehen in der nächsten Folge hier bei Let's Play Far Cry Nummer 6. Danke dir fürs Zusehen und wir sehen uns morgen, nicht morgen wieder, sondern in den nächsten Tagen wieder. Far Cry kommt immer 3-mal wöchentlich, aber wir sehen uns definitiv wieder und zwar bei der Basilika della Virgen beim Verhandlungsaustausch, oder Gefangenenaustausch, sagen wir mal, das war eher so. Bis dahin, danke fürs Zusehen und tschüss!